Genau, da kommt jemand. Ich muss mal gucken, ob ich den... Na, nochmal direkt den Geld in die Hand drücken, ist auch Quatsch. Ne? Jetzt kommt halt überhaupt keine Verteidigung mehr her. Beziehungsweise die sind hier alle noch zu schwach dabei. Eine Mauer alleine bringt dir nichts. Die hält dir nur auf. Die beseitigt dir nicht. Deswegen, sobald die Mauer halt nicht vollständig ist, kommen die Leute auch nicht näher, glaube ich, die Verteidigung. Deswegen, die muss quasi vollständig sein jetzt hier. Ich darf die dann nicht erweitern. Während des Upgrades gehen sie eigentlich zurück. Beziehungsweise haben halt keine Böcke, da ganz hinzugehen. Aber im Idealfall ist die andere Mauer jetzt ja schon aufgezogen. Und die haben schon geschnallt, wo der Hase hoppelt. Und sie waren nach vorne gezogen, aber anscheinend nicht. Liebe Verteidigungsmenschen, da kommen sie so ganz gemütlich an. Wahnsinn. Aber äußerst gemütlich. Wow. Und wehe, da sterben viele von. Das wird doof. Oder das... Nee, nicht das wird doof. Das wäre doof. Ich gucke jetzt nochmal... Na doch, ich gucke doch noch rechts vorbei. Was sie so machen, was nicht. Die Mauer steht ja, aber die lassen sich sehr viel Zeit hier. Wobei die bisher auch echt nicht dahin rennen. Um tatsächlich zu sagen, okay, es ist Nacht. Ist doch anscheinend noch nicht nächtlich genug. Okay, Mauer steht, passt. Da kommen die Gegner schon. Na cool. Viel zu früh. Die Frage ist nur, wo jetzt der ganze... Da kommt jetzt der Rest angelaufen. Okay, das wird jetzt blöd. Gut, ich hab ja ein paar Münzen, ne? So ist er nicht. Ah, ist trotzdem sehr uncool. Ja, ist sehr uncool. Wenn die Ritter machen das, aber trotzdem ist es ja uncool. Dann bleibt mal bitte hier, ihr. Nicht weggelaufen, ihr Typen. Oh Mann. Ah. Jetzt habe ich nur unnötig Leute verloren hier. Das gefällt mir nicht. Ich hätte es gerne hier vorne noch frei. Ach Leute, ey. Es ist nicht so einfach. Deswegen renne ich jetzt in der Nacht hier rum, weil es nicht so einfach ist. Bombs. Siehst du, ist es nicht so einfach. Ich weiß noch immer nicht, zu welcher Seite eigentlich was ist hier. Ich weiß nur, dass ich hier gerne jemand drauf hätte. Aber ich muss erstmal Leute zurückholen, anscheinend. Ich muss jetzt erstmal wieder für Leute sorgen. Die sind jetzt alle wieder bei dem Zeltlager und sind fröhlich vor sich hingestorben und demoralisiert. Sag mal, muss der Bär denn alles reißen hier? Wie soll man da schnell vorankommen? Eine Frechheit. Es ist früh genug, um die Mauer noch aufzubauen, ne? Theoretisch. Oder ich baue erstmal den Turm auf. Ich glaube, den brauchen wir noch länger. Da haben sie wenigstens das Katapult jetzt. Sehr gut. Und da sind sie. Fantastisch. Kriegen wir das jetzt mal bitte hin hier. Auch, dass die Bogenschützen hier unterwegs sind dann. Eigentlich würde das hier schon reichen für das Katapult. Nee, ne? Oder? Machen wir das hier. Na, jetzt habe ich hier... Na, genau. Machen wir das hier. Jetzt habe ich überall Mauern. Das wird total toll. Na gut, das stört ja nicht. Die stören ja nicht. Sie fressen nur ein bisschen Geld. Nur einer? Bin zutiefst enttäuscht. Der nächste darf gerne auch noch eine Münze kriegen. Der daran noch rauskommen wird. So. Und ja, ich werde nochmal wechseln hier. Ich bin damit einfach ein bisschen flotter unterwegs. Das ist immer ein schicker Turm. Und ich brauche Spezialleute, um... genau, ich brauche die Leute, um das noch mehr zu erweitern.
Brauche Bogenschützen. Sehr viele. Also kann ich auf den Turm halt 4 Leute raufbekommen. Aber ich muss halt schauen, quasi. Naja, gut. Es ist halt teuer. Das ist die eigentliche Aussage. Schauen muss ich überhaupt nichts. Boah, wie hier aufgeräumt wurde. Wow. Wow. So viel Geld. Mist. Okay. Ich brauche ja auch weitere Mauern. Ist echt nochmal die Überlegung. Vielleicht hier vorne. Oder wo das denn letztendlich sein wird. Ich muss zumindest mal hier weg. Es engt mich ein bisschen ein. Ist noch alles vollgefüllt. Die schnappen sich immer zuerst. Na gut, wahrscheinlich schnappen sie sich das zuerst, weil die von dieser Seite aus hier ankommen. Weil hier ja die Leute sind. Weil hier ja das Zeltlager ist. Sehr vermutlich hängt es damit zusammen. Hier kommen. Aufbauen. Interessant, dass die hier rumlungern. Gut, hier haben sie zuletzt gebaut. Ja, jetzt ist die Mauer ein bisschen stabiler. Deutlich schöner. Deutlich bessere Verteidigung. Kann ich hier noch einen Turm hin? Das wird ein Traum. Wie schön. Sollen wir dann sogar hier? Knopsch. So, ich gehe jetzt mir mal vorbei. Mich interessiert das jetzt. Was hier noch so alles ist. Noch ein Tor. Was ist denn hier los? Aha. Das habe ich keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich eine Feuerspeiende-Echse. Na, Kinder? Jetzt kriegen die nicht. Oh. Ich schmeiße da 2 Münzen und die kriegen nichts. Also, das ist die. Okay, das hier ist die falsche Seite. Hier möchte ich gerade das mal nicht beseitigen. Ich würde gerne auf die andere Seite gehen. Ich meine, ich kann das hier auch beseitigen, ne? Ein ganzes Stück. Aber im Prinzip hätte ich das gerne anders. Die Echse, ich. Ah. Das ist schon reizvoll. Aber nicht jetzt. Ich versuche, also ich bin halt ziemlich weit weg, deswegen muss ich schnell wieder nach Hause kommen. Selber Quark. Greif wilden Cracker oder was ist da los? Jetzt stell dich nicht so an. Man darf dir halt echt nicht aus der Puste kommen lassen. Was eigentlich nicht überraschend ist, aber naja. Es rächt sich doch immer ziemlich. Ah, wie fröhlich die Musik ist gerade immer. So ein fröhlicher Tag anscheinend. Aber es herbstelt gerade mal sehr. Wie man vielleicht erkennt. Der Herbst. Ach komm. Na wobei, dann wird da schnell noch einer rauf, ne? Das ist dann auch doof. Na, ach komm, das passt schon. Risiko. Ich habe jetzt kein Geld, das noch mehr aufzubauen. Ansonsten wäre das auch nochmal Risiko gewesen. Genau, ein paar Brandgeschichten hier. Brandaktuelles Zeug. 1, 2. Nope. Bitteschön. Der Bär freut sich wieder seines Lebens. Es wäre lustig, wenn der auch so vorbeikommende. Ach, jetzt hängen sie hier drauf. Vorbeikommende Kaninchen beseitigen würde. Und dann, immer wenn man an dem vorbeiläuft, kriegt man ein bisschen Geld. Das wäre total schön. Achso.
Ja, wie geht's eigentlich der linken Seite jetzt? Ich war so viel auf der rechten Seite. Hier ist halt gar nichts, ne? Hier ist halt jetzt nicht die dicke Action und Party. Beziehungsweise ich komme hier halt nicht voran. Das ist die eigentliche Aussage. Ich komme halt zu nix. Noch so ein Landstyp hier. Weil die echt praktisch sind. Zumindest solange sie eine Lanze haben. Also die sind... Müssen wir gucken, wie kostenintensiv die quasi sind. Ich meine, sie sind halt praktisch, weil die Gegner, die an der Mauer stehen, sind halt für die Mauer das logischerweise das Gefährlichste. Wenn sie die schnell beseitigen können, das ist natürlich ein Traum. Ach komm. Mauern kann man immer aufwerten. Bei Türmen muss man halt ein bisschen aufpassen, dass da halt nicht zu viele Leute dann plötzlich drinnen hängen. Aber das andere ist kein Problem. Okay. Jetzt überlege ich fast, was im Winter eigentlich alles für Tiere anwesend sind. Ob da Rehe anwesend sind. Ich glaube ja, ne? Ansonsten wäre es fast sinnvoll für den Winter tatsächlich nochmal hier den Bären zu nehmen. Dass wir die Rehe damit dann zerlegen können. Bei Kaninchen sind dann keine mehr da, aber Rehe sollten, glaube ich, trotzdem noch existieren. Im Prinzip müsste ich einfach jede Insel zu Ende spielen, bevor irgendwie Winter kommt. Weil Winter nervt. Zumindest im Spiel hier. Aber schön, dafür, dass ich eigentlich nach links gehen möchte, arbeite ich mich gerade ziemlich nach rechts vor. Das ist eigentlich einigermaßen sinnlos, aber hey. Immer nur sinnvoll vorgehen. Wo kommen wir da hin? Wahrscheinlich in die Highscore-Listen dieser Welt. Und wer will das schon? Na, wie wär's mit Geld? Nett, dass der das erst wegschmeißt, wenn man eine Weile neben dem stand. Damit das quasi nicht ganz versehentlich passiert. Aha. Aha, so viele Typen hier. Trotzdem immer noch keine besetzten Türme hier. Hier eine Mauer. Das wäre schon ein bisschen dreist, ne, wenn man vergleicht, dass hier direkt das Tor ist. Na, Mist. Ich wollte noch welche holen, noch ein paar Zivilisten, aber ne. Nee, wenn es da schon angeht in dem Moment, muss es nicht sein. Entweder bin ich der Schisser oder ich will nur mal sicher gehen, was so ein bisschen so deutlich besser funktioniert. Ich würde gerne sehr ungern sterben. Bisher hat das super funktioniert. Bisher geht es echt gut. Mit fast, also mit sehr wenigen Rückschlägen. Es fängt tatsächlich jetzt gerade erst an hier. Damit, dass die Mauer da halt auf der rechten Seite Schrott war und dass wir hier durch die fliegenden Typen halt tatsächlich einige Leute verloren haben. Durch die fliegenden Gegner, die bisher aber nur immer in der dunklen Nacht waren, im Blutmond. Wenn die jedes Mal kämen, das wäre ein bisschen Grütze. Ah, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht mag mich das Spiel ja und dann macht es genau, dann erfüllt es genau diesen Wunsch. Ich muss den Mauer noch erweitern. Wo will der hin hier, der Bogenschütze? Hier hin? Schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. Jetzt will der Nächste dahin. Oh Mensch, ach Kinders. Och Freunde, ey. Also halt ein bisschen das Doofe. Das sind zu viele... Na, Ruckel, was ist jetzt los? Dass zu viele Türme außerhalb halt die Leute dann anlocken. Aber das Feuer war super gerade mal. Heißt, du bist direkt verloren gewesen. Und eigentlich ist hier noch jemand. Aber die Türme außerhalb sind halt so schön. Sie müssen halt nur gefüllt sein. Ich brauche mehr Leute.
An sich ist das eine gute Sache. Man braucht ja nur die Leute. Knurpsch. Stiefel, ich brauche die Leute, dann kann ich hier nochmal nach rechts gehen, ne? Da war ja noch was. Ne, hier war noch ein weiteres. Ne, die waren ziemlich weit draußen, Mist. Ha. Huh. Da war ja noch dieses Biest. Das ist echt weit hier. Ich muss hier unbedingt mal angreifen. Fump. So. Passt, reicht. Ich gehe nicht davon aus, dass sie zu Hause ankommen hier. Dass die es bis zu uns schaffen. Und wenn, dann bin ich sehr verwundert. Gut, ich kann es nicht kontrollieren, aber das ist ein weites Stück gerade. Sehr weit. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Mist. Ja, dann friss halt. Friss noch mehr vielleicht? Oder lauf. Das geht auch. Wenn die in dem Tempo hier lang spazieren, dann kommen die echt nicht an. Ganz mal von ausgehen. Die haben schön aufgeräumt jetzt hier. Und ich könnte hier eine Mauer machen. Hey, und Mauer und ein Turm da direkt vor. Oder hier wäre eine Mauer ganz fantastisch, hier hinter. Allerdings wäre dann noch weiterhin der Gemüseplatz da außen. Nennen wir es Gemüseplatz. Au. Warte mal. Was? Warum habe ich hier eine Mauer gebaut? Das war sicherlich nicht der Plan. Hä? War das für ein Versehen? Was habe ich denn hier gemacht? Warum ist denn ein Mauerplatz jetzt? Das wäre totaler Quatsch. Dann ist nämlich der Turm hier komplett sinnlos. Okay, dann muss ich das jetzt aufbauen. Das ist jetzt sinnlos. Äußerst. Wow, was habe ich denn da gemacht? Das war mit Sicherheit nicht der Plan. Ah, puh. Oh nein. Ey, was tue ich denn? ich hoffe nicht, dass das schlimm ist. Das gefällt mir überhaupt nicht. Es wäre echt schön, wenn man Türme auch wieder lernen könnte mit den Leuten. Wenn man tatsächlich zu wenig Leute hat. Ich meine, theoretisch sind Leute was heißt unendlich? Man kann sehr viele davon haben. Die Mauergröße muss gerade mal reichen hier. Die haben ein Katapult, das reicht. Das hätte nicht so sein sollen. Verdammt, ey. Hier, guck mal. Kriegt eine schöne Muni, die war toll. Die macht eine ganze Menge her. Thank you. Da. Ich brauche euch. Ich brauche Bogenschützen. Sehr viele Bogenschützen. Hier ist hier überhaupt nichts gefüllt, ne? Das ist toll. Ich brauche so viele Leute hier. Also der Mauer geht schon mal gut hier. Ich sollte den Turm erweitern. Sollte ich den erweitern? Na, ich erweitere den mal nicht. Immerhin ist er gefüllt, aber ich muss hier was außerhalb machen. Wobei das alles viel zu weit ist hier. Ich komme echt nicht voran gerade mal hier. Ein bisschen verzwickte Mühle hier. Wollen wir das probieren hier? Machen wir hier was. Bauen wir hier eine Mauer. Ich muss halt auf der rechten Seite das nochmal erweitern, aber bauen wir hier eine Mauer. Oder habe ich jetzt keine Handwerker? Na, wenn ich keine habe, dann entsteht ja auch nichts, ne? Und man hätte meinen können, dass da welche sein könnten.